Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit diesem komischen Typen hier neben mir. Dieser komische Typ. Ja, kennst du mich doch. Heute bauen wir dem lieben Alexander einen neuen PC. Einen neuen gebrauchten PC. Der liebe Alex hatte nämlich eine ganz tolle Grafikkarte. Diese wunderschöne GTX 960 mit ganz tollen 2 GB Videospeicher, was im Jahr 2021 nicht ganz ausreicht. Ein bisschen wenig ist vielleicht. Deswegen habe ich den lieben Alexander eine gute R9380 gegeben. Dummerweise wollte die in seinem alten PC nicht, weil irgendwie AMD-CPU mit integrierter Grafikeinheit plus eine AMD-Grafikkarte scheinen sich wohl nicht so ganz zu verstehen momentan. Ich hatte schon 2 PCs, wo ich das gleiche Problem hatte, dass einfach kein Bild kommt mit der PC Express Grafikkarte. Deswegen kriegt der Alexander heute etwas Neues. Was Neues gebraucht ist. Ein i7-2600K, der tatsächlich 5% stärker ist als ein 3400G von AMD. Mit 60 GB RAM, seiner alten SSD, seiner alten HDD und eben die R9380X. Mit 4 GB, was fürs Jahr 2022 schon besser ist. Und das Beste in der Sache ist, der Alex baut den PC. Das kann nur schief gehen. Das kann wundervoll werden. Ich war so frei und habe dem lieben Alexander den Großteil vorgebaut. Das heißt, er kriegt jetzt als allererstes, was ist das? Abdeckung für hinten. Okay, die Abdeckung für hinten. Okay. Normalerweise macht man das von der anderen Seite, aber ja, die Idee war richtig. Wieso? Müsste das doch so passen, wenn ich das reindrücke oder nicht? Klar. Ja, drücken. Ja, oben. Ist die auch richtig rum? Ich kann alles richtig rumlesen, also ja. Gut, schauen wir nochmal. Ja, Abzug in der B-Note, hier oben war es nicht richtig drin. So, was machen wir jetzt? Mainboard. Okay, was machen wir davor? Strom? Na, was machen wir noch davor? Keine Ahnung. Gut, hinlegen. Idiot. Immer so schön auf die Kabel legen, das funktioniert perfekt. Ja, das ist nicht so schlimm. So, der liebe Alexander bekommt ein Asus Sabertooth XZ77 mit einem integrierten 2600K, erst mit einem kleinen Boxkühler, bis wir was Stärkeres für ihn finden und 60 GB RAM. Hier ist dein Mainboard. Jetzt sehe ich mir noch eine zweite Kamera, weil ich sehen möchte, wie der Alex dieses würde ich auch Mainboard sehen. Hier einbaut. Scheiße. Mhm. Möchtest du einen Tipp haben? Nein. Ich mache wahrscheinlich alles falsch, was man falsch machen kann. Möchtest du einen Tipp haben? Mhm. Guck mal, du nimmst das Mainboard. Mhm. Dann schaust du erstmal auf die Abstandshalter passen. Welche Abstandshalter? Die hier unten. Oh. Und dann siehst du nämlich direkt, dass ein paar Abstandshalter fehlen. Das da ist irgendwie eine Schraube drin. Das ist in Ordnung. Achso. Das hält das Ganze nachher in Position. Aber guck mal, du hast bei diesem Mainboard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wie viele Abstandshalter haben wir im Gehäuse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 fehlen. Fehlen 2. Oh, scheiße. Dann nehmen wir unsere Abstandshalterkästchen. Ich schraube sie dir mal kurz rein. 8. 8. Ja. Mhm. Okay. Der ist zu breit. Und einen etwas dünneren Hals. Gut, dass ich meine Schraubenkiste hier habe. Starterkabel für dich. Und hier haben wir theoretisch noch einen Abstandshalter. Irgendwo in dem ganzen Sammelsurium. Ja, das sind halt alles Schrauben von verschiedenen Gehäusen. Da ist noch einer, der sieht nach einem dünneren Rand aus. Das Wichtige, Alexander, ist nämlich, dass du auch guckst, dass die Abstandshalter in richtigen Positionen sind.
passiert nämlich gerne, das ist auch gerade bei diesen Gehäusen, hier, hier oder hier noch ein Abstandshalter ist, heißt Kurzschluss auf dem Mainboard. Ja, praktisch. Wollen wir ja nicht. Eher nicht, nee. Dann nimmst du das Mainboard. Ach, man kann es einfach an den Kühler halten. Das sowieso. Und dann... Ach, da ist die Schraube. Ja. Da auch. Dann nimmst du es so. Und das Einfachste ist, du guckst hier hinten. Ja, das war eigentlich der Plan, aber... Alignst es so. Ich wäre an den Kühler nicht vorbeigekommen. Das war ja klar, dass ich das wieder machen. Ja, das wäre jetzt auch zu einfach, wenn ich dir das einbaue. So, genau. Wir haben gelernt, hier hinten... Alleine. Passt alles? Alles drin, liegt irgendwo drauf. So, jetzt hat es nämlich hier oh, fuck, den Abstandshalter. Und der ist drin. Genau. Oh Gott. Jetzt musst du das Ganze festschrauben. Ich brauche irgendwas Magnetisches. Wie wär's mit einem iFixit-Schraubenzieher? Wenn das funktioniert. Einmal für dich. Mhm. Jetzt gucken wir nur, ich bin mir nämlich gerade nicht hundertprozentig sicher. Welche Schrauben das sind, probier mal. Das Mainboard ist ein bisschen tief. Probier es mal mit so einer. Probier es am besten hier unten. Da kommst du am einfachsten dran. Wenn die nicht passt, dann sind es nämlich nicht Feingewinde, sondern Grobgewinde. Und greifst du? Ja. Grandios. Dann kriegst du 1, 2, 3, 4. 5, 6. Warum ist der Kühler schief? Oder der Lüfter? Achso, das ist halt das eine. Warte mal, das eine drin, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier haben wir keine, das heißt 7. Und genau 7 habe ich in der Hand. Ja, das Ding ist aber, das hast du ja vorhin gesehen, das hier, da kommt keine Schraube rein. Wo du gedacht hast, da wäre eine. Wir wären bei 8. Weil das waren ja insgesamt 9. Eine gerade reingedreht. Oh ja, okay. Also ist noch 7. Gut, dann lassen wir das nicht. Aber ich komme mir bei sowas immer vor wie Graf Zahl. Mhm. Und möchte eigentlich jedes Mal 1, hahaha. 2, hahaha. Aber lieber Alexander, was ist, wenn ich dir jetzt sage, der schwerste Teil kommt? Ja, das war mir klar. Du Dreckstück. Die findest du nachher wieder. Ha, ich höre sie, da oben. Wie kommt die da hoch? Die hat nicht gegriffen. Die hat nicht gegriffen. Nein. Das ist aber die gleiche Schraube. Ich habe sie da reingedreht, da hat sie nicht gegriffen. Okay. Also wenn du Hilfe brauchst, sagst du es. Sind die zu kurz? Nein. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sagst du es. Die greift. Grandios. Warum greift die nicht? Kann ich dir nicht sagen. Das brauchst du probieren. Probier noch eine andere. Theoretisch ist die gleiche Schraube. Ist die kaputt? Guck dir die Schraube an. Nö, hat ein Gewinde. Muss die überhaupt greifen? Ja. Greift gar nicht. Das ist der Silber. Au. Ja, das ist der silberne Abstandshalter. Das kann sein, dass da nämlich ein Grobgewinde reinkommt. Dann kriegst du von mir eine Schraube. Dann kriegst du von mir diese Schraube. Ich will die Drecks noch nicht raus. Ich schraube erst mal da nur rein. Genau. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Die scheint auch nicht so richtig zu greifen. Wenn ich dir das schrauben soll, sag's. Ich kann schon eine Schraube festdrehen, aber die greifen halt nicht. Weiß ja nie. Die greifen wirklich nicht. Also ich habe jetzt zwei, die nicht greifen. Mhm. Das ist schon mal super. Dinge passieren. Habe ich mir sagen lassen. Hört sich gut an. Drei, die nicht greifen. Das hat sich aber gut angehört. Hat aber nicht geklappt. Mhm. Ich brauche eine Pinzette oder so einen Scheiß. Ich kriege die Dinger nicht mehr raus. Oder mit drin einfach ein hartes Ding um. Das wäre die einfachste Methode. Ansonsten kann ich auch ganz kurz... Ich versuche mal die anderen festzuschrauben. Das große iFixit-Kit holen. In diesem tollen iFixit-Kit gibt es nämlich einen Magneten. Die greift wieder. Aber wir müssen ja noch fest und
Ja. Nach fest kommt ab und nach ab kommt upper. Die hält auch. Michi greift es nicht. Die greift nicht. Ja. Ich weiß nicht, du hast jetzt, glaube ich, gegriffen. Wenn ich die scheiß Schraube treffen würde. Ich bin fahren. Die hat gegriffen. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Hält doch mit ein paar weniger, oder? Ja, wenn machen wir es richtig. Und die greift auch nicht. So, das heißt, ich brauche 1, 2, 3. 1, 2, 3 andere. Okay, dann lass mich einmal ganz kurz. 4. Okay. Ja. Dann sind hier tatsächlich eh schon verschiedene Abschnittshalter drin gewesen. Dann geben wir mal kurz den Schraubendreher. Dann probieren wir jetzt mal kurz, ob die greift. Ja, okay, dann brauchen wir ganz andere Schrauben hierfür. Schon wieder coole Mode. Oh du, du bist gebrauchtes Gehäuse, da passiert sowas halt mal. Jetzt brauche ich nur die richtigen Schrauben. Schauen wir mal, ob so eine hier passt. Aber ich glaube fast, das ist das falsche Gewinde. Ja, das heißt, ich will mal kurz den, genau, dankeschön. Dann brauchen wir... Das ist das Problem mit älteren Gehäusen, wo man schon öfters mal was umgebaut hat. Man findet halt nicht die richtigen Schrauben. Ja, weil halt dann doch mal verschiedene Abschnittsteile reingekommen sind. Das macht den PC-Zusammenbau viel einfacher. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, die richtigen. Weißt du, die Sache ist ja, warum einfach? Ja, kann ja jeder. Genau, so ist doch viel lustiger. Hochkompliziert mit 8000 verschiedenen Schrauben und am besten noch 8 verschiedenen Bit-Aufsätzen. Oh komm schon. Das macht mehr Spaß. Jetzt dachte ich, das wären die richtigen Schrauben, aber natürlich waren das auch nicht die richtigen Schrauben. Hm. Gut, dass wir so eine schöne Schraubentrickkiste hier hinter mir haben. Das sieht nicht nach Membershrauben aus. Das sind Lüfterschrauben. Das heißt, wir benutzen... Das ist eine Gehäuseschraube. Das ist eine Gehäuseschraube. Können wir hier einfach eine Torx nehmen? Nein. Und wir nehmen auch keine Spax. Oh. Damit hält's. Die Sache ist, weißt du, das ist dein PC nachher, ne? Ja, stimmt auch wieder. Das heißt, du möchtest doch vermutlich einen ordentlichen PC nachher haben. Ja. Das heißt, dir müsste es jetzt auch wichtig sein, dass ich A, die richtige... Heute mal keine Spax reinzudrehen, ja? Genau. Jetzt findest du natürlich nur wieder Gehäuseschrauben, das gibt's doch nicht. Du hast einfach zu viel Schrauben in dem Ding. Naja, das sind 2 Kilo Schrauben. So, passt. Dann fehlen noch 2. 2 noch? Hier. Eine hier. Die greift und hier oben, die fehlt auch noch. Mhm. Die letzte. Genau. Das ist eine Gehäuseschraube. Das ist eine Gehäuseschraube. Jetzt kriege ich wieder nur Gehäuseschrauben. Glaubst du das? Schauen wir das, wenn man was braucht, findet man es nicht. Ja, von dann brauchst du halt mal wieder eine Gehäuseschraube. Und denkst du, du findest eine Gehäuseschraube? Nein, wie immer.
Das ist eine Gehäuseschraube. Wozu ist dieser süße kleine Kühler? Der? Das ist Chipsauskühler. Aha. Dadurch, du könntest ja... Dass die Chips in Esstemperatur sind, oder? Genau, nein. Mein. Die Witze werden auch immer schlimmer, ne? Absolut. Nein, tatsächlich ganz einfach. Du hast ja hier ein Set 77 Board. Mhm. Das heißt, da du einen i7-2600K hast, kannst du mit der CPU auch übertakten. Mhm. Da du übertaktest, wird dein ganzes Board ein bisschen wärmer. Mhm. Und deswegen hast du einmal hier für deine Spannungswandler und einmal hier für die unteren Spannungswandler bzw. auch für den Chipsatz einen kleinen Lüfter, der nichts anderes macht, als das Zeug zu kühlen. Dass es nicht komplett in Flammen aufgeht. Genau. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann kommt jetzt was. Ich würde jetzt als nächstes Strom machen. Nein. Gut. Grafikkarte? Dann verbaust du eine ganze Menge Sachen. SSD oder HDD? Zum Beispiel. Gut. Wir sagen, wir teilen uns jetzt einmal kurz die Arbeit. Du bekommst. Mhm. Na, den nehmen wir vielleicht. Nee, doch, den nehmen wir. Du bekommst einmal diesen Rahmen. Mhm. Und deine SSD. Juhu. Dann bekommst du 1, 2, 3, 4 Schraubis. Und ein Bonde. Oh, das ist praktisch. Und ich bin in der Zwischenzeit kurz so lieb, weil das wahrscheinlich 20 Stunden dauert, dir kurz dein Mainboard zu verkabeln. Oh ja, das würde ich sowieso nicht hinkriegen. Genau, das dachte ich mir schon, deswegen mache ich das für dich kurz. Und außerdem hätte ich tatsächlich zu viel Angst, dass du währenddessen die Hälfte der Konnektoren abreißt. Oder falsch anschließt. Ja, gut, viel falsch anschließen kann man da tatsächlich nicht. Ah. Wobei, ja, okay. Entschuldigung, ich vergaß. So. Nichts ist schon möglich. Toyota. Nee, Honda. So, SSD ist fest. Das ist grandios. Vielleicht noch HDD. Da müssen wir uns gleich einmal aufteilen. Mhm. Weil HDD wird ja innen festgeschraubt. So, das muss ich auch tatsächlich selber ist einmal... Ist das richtig rum so, Nina? Nein, gut. Das ist falsch rum. So viel zum Thema, ist einfach. Scheiße. HDD, LED, das bist du. Das war jetzt nur, um dir mehr Zeit zu geben. Das dachte ich mir. Das finde ich auch sehr nobel von dir. So, wo ist Plus? Da ist Plus. Das heißt... Hier kommt deine Power-LED drauf. Und hier kommt Minus drauf. Und Power war hier unten. So. Damit hätten wir das schon mal. Eine Sache, damit das Ding nachher nicht ganz so laut ist, schließe ich dir die Lüfter aufs Mainboard an. Oho. Mhm. Und was ist da der Unterschied? Das mit deine vorher werden die Lüfter aufs Netzteil gegangen, werden mit 12 Volt gelaufen, das wird ein bisschen laut und so können wir deine Lüfter steuern. Heißt in diesem Fall dann auch, wir haben die Möglichkeit, das Ding ein bisschen leiser zu kriegen. So, cool. Du hast deine SSD. Richtig rum. Dann darfst du die mal einsetzen. Ich brauche immer noch eine Schraube. Die habe ich dir weggenommen, das stimmt, hier ist sie. So, ist fest. Grandios. Das war dein Adapter von wundervollen Molex auf Lüfter. Mhm. Nicht steuerbar. So, dann schließen wir noch den Lüfter an.
Den einen habe ich schon angeschlossen auf dem Mainboard. Und der kommt hier oben. Was soll ich mit meinen Fettfingern? Kommst du da nicht hin? Super toll, da ranzukommen. So, Challenge. Hier ist deine Festplatte. Bau sie ein. Ich hasse dich. Und ja, die passt da definitiv rein. Das ist nur so nix. So, damit kann man das Ding reinhängen. Ich hab keine Ahnung. Wo kommt das Ding hin? Dreh das Gehäuse doch mal um. Drehst mal die Kamera, damit man es sieht. Ich glaube, ich habe den Platz gefunden. Ja, würde ich mal behaupten, oder? Okay. Sieht richtig aus. Gut. Ist doch falsch rum. Wieso ist das falsch rum? Aber so. Genau. So. So rum? Ja. Dann liegt ja doch das Platinzeug unten. Ist ja doch nichts so. So. Und wie schraubst du sie jetzt fest? Das ist eine gute Frage. Gar nicht. Wahrscheinlich von der Seite, oder? Oder von der Seite. Dann bräuchte ich die Schrauben, bitte. Plus zwei? Ja. Reicht. So, drin. Wundervoll. Jetzt könntest du... Ja, machen wir. Hier ist noch eine Schraube. Guck mal, hier in der Mitte ist nämlich nochmal. Da kommst du problemlos hin. So. Fest. Was ist das? Bestimmt irgendein Kabel für die. Irgendein Kabel, okay. Ein SATA-Kabel. Ich hab behauptet, das Teil kommt so und so. Ja. Warum Arsch gehen wir jetzt rein? Das Ding. Das passt nicht. Doch. Da? Andersrum. Guck dir mal den Konnektor. Mhm. Ja? Oh. Jetzt ist es drin. Perfekt. So. Keine Ahnung, wo das hinkommt. Gut. Dann mit deinem SSD. Wo zur Hölle war die jetzt da? Die Anschlüsse sind da. Scheiße. Ja, gib dir einen Tipp. Das funktioniert nämlich sonst auch nicht. Wir machen sie noch einmal lose. Das heißt, jetzt ist er festgeschraubt. Ja, Problem ist aber, dass du zwischen Mainboard und Gehäuse so wenig Platz hast, dass du sie eigentlich nicht anschließen kannst fast. Auf gut Deutsch, als erstes. So, ist angeschlossen. So. Ich würde es aber an deiner Stelle nicht einbauen, weil jetzt kommt nämlich noch was. Die Stromversorgung. Genau. Einmal. Auf hier endlich mal rein. Ein Netzteil. Mhm. Träumchen. So. Hier sind ein paar, wo ich keine Ahnung von habe. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich lege nämlich gerade ein Schräubchen bereit.
Wahrscheinlich muss ich jetzt erst das Ding hier wieder festmachen. Genau. Irgendwie passt das nicht so ganz, habe ich den Eindruck. Das passt garantiert. Falsch rum. Nein, das ist schon richtig rum. Echt? Dann hast du aber den Rahmen falsch rum angeschraubt. Muss jetzt 230 Volt auf dem Kopf stehen? Ja, weil der Lüfter ist nämlich unten. Also muss ich den Rahmen wieder weg. Genau, und da hätte ich auch erst das letzte Teil festgemacht, bevor ich den Rahmen reingesetzt hätte. Das sieht schon besser aus. Na, siehste. Das sieht doch gut aus. Jetzt passt halt Luft und wackelt. Ich bin mal schön zu lieb und verkabelst dir. Das ist ja nett. Das habe ich nämlich gerade schon, während du das gemacht hast, ein bisschen vorbereitet. Da darfst du mich einmal kurz hinlassen, damit man das auch sieht. Nein. So, dann fangen wir an. Deine SSD. Und die Käbelchen. Bekommt deine CPU auch ein bisschen Strom? Das macht Sinn. Ja. So. SSD, dann HDD. So. Das hört sich gesund an. Das war nur meine Hand. Das macht sich besser. So. Und einmal der Power Connector. Kommen wir schon fast zum letzten Schritt. Kaffeekarte. Genau. Cool. Das habe ich vorhin schon tausendmal gesehen. Na dann. Und ich werde es wahrscheinlich trotzdem verkacken. Nicht so schief. Ah, so. Ja. Und jetzt reinklicken.
Bus. Ich habe schon zwei Schraubis hingelegt. Eine hat's hier noch? Nein, die ist für was anderes. Die war noch da drin. Gut, dann ist sie da. Du kannst aber damit auch kurz deine SSD wieder festmachen. Ich bin gerade eingefallen, dass ich diese nicht wieder festgeschraubt habe. Aber ganz kurz den Schraubendreher passt, dann kann ich ihn wieder anziehen. So. Und jetzt Strom, ne? Ja, das wäre noch sinnvoll. Ist egal, was wo. Ja, vielleicht noch ein bisschen zur Seite, damit deine Kamera auch sieht, was du tust. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Das weiß ich, deswegen. Ich stecke halt einfach irgendwas irgendwo rein. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Das da hinten. Ach du Scheiße. Ich tick gleich hier schön mal. Gedöns kann man da rein verschoppen, dann sieht man das schon nicht mehr. Dann hat man hier bloß noch einen Strang. Hier ist noch mal ein schönes Knäuel. Unten durch. Alter, war noch nicht komplett fertig. Das ist egal. Muss ja nicht so fest sein. Fest. Irgendwann willst du vielleicht mal was umbauen, dann beißt du dir selber in den Arsch. Das tue ich sowieso. Musst du das jetzt so tun? Ich bin mir gerade kurz gefragt, das heißt, irgendwo ist hier noch eine Schraube, aber die können wir gleich hier rausschütteln. Brauchst nicht alles mit dem Schraubenzieher, das ist ein Daumenschrauben. Oh, fest. So. Genau. Einer hätte gereicht. Ich biete dir trotzdem mehr an. Ja, das ist zwar lieb von dir. Brauchst du noch welche? Oh, nö, danke. Ich hätte noch welche. Oh, nö, reicht schon. Heute gratis dazu. Echt? Krass. So, dann haben wir hier einen wunderschön fertigen PC, inklusive Seitenscheibe. Dann würde ich sagen, wir sind fertig. Wunderbar. Dann schließen wir den PC dann nachher an. Wir wissen ja schon, dass das funktioniert. Wir haben ja schon vorher getestet, die einzelnen Teile. Generell empfehle ich, vorher die Teile einmal schön zu testen, bevor man sie einbaut, einfach schön aufs Mainboard, auf den Mainboard-Karton, schön Mainboard, CPU, Grafikkarte mit drauf zu stecken, einmal kurz posten. Sonst passiert euch leider öfters mal das Problem, ihr baut alles ein, ihr denkt alles läuft und schwuppdiwupps läuft nichts mehr. Dann müsst ihr nämlich wieder ausbauen und in dem Moment prognostizieren, wo genau der Fehler ist. Und das ist in einem eingebauten Zustand doch manchmal echt nervig. Das glaube ich. Das Einzige, was euch natürlich passieren kann, wenn ihr das Zeug einbaut und es voll getestet habt, dass ihr irgendeinen Stecker nicht richtig drauf habt. Deswegen das Erste, was ihr tun solltet, sollte das Gerät nicht laufen und allen Steckern mal wackeln. Oder beziehungsweise an jedem Stecker mal kurz einmal raus und wieder rein.
Gut, dann war's das. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich hab keine Ahnung, wie das geht, mach du. Ja. Dann schnapp ich den direkt mal und stell ihn da hinten hin. Ja.